Und damit herzlich willkommen zurück bei Bolterblante. Und der Tag ist jetzt rum. Ich habe es jetzt sacken lassen. Heute Morgen habe ich ein Video gemacht, wo ich über den Cinematic Trailer, die neuen Terminators und Lionel Johnson gequatscht habe. Mir ist dann nochmal durch den Kopf gegangen, als ich dann auch heute so Newsfeed und alles nochmal durchgegangen habe. Da habe ich nochmal gesehen, ich habe einiges, würde ich gerne noch erzählen dazu. Ein paar neue Gedanken sind noch dazu gekommen. Und auch auf die Dinge gucken, die ich dann heute Morgen einfach übergangen habe. Also den Cinematic Trailer, über den rede ich jetzt nicht weiter. Also ich stehe dazu, ich fand ihn war nicht der beste. Beim zweiten Mal ansehen und dritten Mal fand ich ihn dann doch schon, hatte ein bisschen mehr Stimmung, weil man irgendwie wusste, worauf es hinausläuft. Aber naja. Nicht mein Liebster, aber mein Gott. Dafür alles andere, so was hier rumgekommen ist, da wollen wir jetzt einfach mal durchgehen. Also, Warhammer Preview Online. Das hier, ich bin hier auf Warhammer Community und da gehen wir hier einfach mal die Tabs durch. Denn hier neue Edition, der neue Primarch Lionel Johnson, Arcs of Omen, das werden wir skippen, Siege of Ketonia werden wir wieder skippen und dann gucken wir uns nochmal hier die neuen Models aus Age of Sigmar an, denn ihr kennt mich, ich liebe die neuen Models und sowas und generell das Sculpting, die Designs. Das heißt, auch hier wollt aber ein bisschen Fantasy und ich glaube nicht, dass ihr was dagegen habt. So, fangen wir mal an. So, hier mit The Next Edition of Warhammer 40k has been there. Also die neuen Terminatoren und die Termaganten. Also, was will ich euch zu den Terminatoren sagen? Also, ich bin ein bisschen verwundert, aber ich muss auch dazu sagen, da merkt man wieder, ich bin halt, wenn ich selbst hier Models habe, weil ich habe hier weniger Imperium, ich habe viel mehr Chaos, weil das so mehr mein Bier ist. Ich habe nicht ganz kapiert, glaube ich, was die Leute jetzt wirklich von den neuen Termis wollten. Denn ich dachte, oh Gott, jetzt werden die Leute ja richtig sauer sein, weil das sind ja vom Design her exakt die Terminatoren, die wir schon kennen, die es schon damals gab. Und ich hatte original eine von diesen Miniaturen. Und die habe ich irgendwann bemalt und als Geburtstagsgeschenk verschenkt. Also den habe ich nicht mehr. Aber ich erinnere mich, dass die ungefähr so klein und klobig waren. Schon cooles Design mit dieser Hundeschnauze. Und dann hier noch das größere Design. Das ist jetzt das Neue. Und das denke ich mal, also weil hier steht nichts von Primaris. Ich denke mal, die Jungs, die hier drin stecken werden, können auch immer noch Firstborn sein. Es ist halt einfach eine geupdatete Version von dem Design. Und da fällt mir überhaupt auf, ja, die gab's. Weil mich hat es halt nie wirklich gekümmert oder gejuckt, weil ich die Space Marines nie wirklich gesammelt habe. Oh, ja, die haben ja wirklich als Redesign gefehlt. Und hier sind sie. Und für das betrachtet sehen sie wirklich schön aus. Und von der Größe könnte man jetzt ja auch denken, dass da drin auch Primaris-Leute drin hocken. Finde ich halt interessant, dass sie da keinen neuen Rüstungstyp etabliert haben. Weiß ich nicht. Ich, jemand, der halt die Primaris jetzt nicht per se scheiße findet, finde das vielleicht ein bisschen schade, weil ich im Grunde, ich freue mich halt immer auf Design-Weiterentwicklungen und das hatten wir hier halt nicht. Das Design wurde halt einfach geupdatet, Proportionen angepasst und ja. Unterm Strich aber sehen die toll aus. Finde ich schön und ich gönne es jedem, der sich über die Dinger freut, weil eine gute Physis haben sie. Auf jeden Fall. Was ich dann aber wirklich, wirklich toll finde, Augenblick, wo haben wir es? Hier. Wenn wir sie jetzt mal crisp sehen. Perfektion. Perfektion. Es ist das originale Design von den Termaganten, wie wir es schon kennen. Nur das Model und die Anatomie und die Details wurden halt modern gemacht. Und es ist immer noch exakt das. Wir wissen alle, was es sein soll. Wir sehen es. Aber es ist einfach mal wie, es ist auf einmal in 4K. Es ist auf einmal und viel dynamischer, viel schöner und auch natürlich das Painting ist natürlich auch großartig hier in Dingern. Ich meine, diese kleinen Striche hier, Alter. Naja, ich finde die Silhouette ist großartig, das Konzept ist großartig. Es ist ein wunderschönes, simples Tyranniden-Design. Es ist irgendwie ein Raptor mit einer Biopistole. Hier haben wir Clown für den Nahkampf und ein böses Gesicht. Und hier, sag ich mal, diese Silhouette, die hier der Panzer nochmal bildet, dass man das nochmal extra betont hat. Also das sind, ja, hier, das sind die alten. Finde ich nicht hässlich, man sieht, sie sind alt, aber ich finde, ey, ich habe hier ein paar Gussrahmen von denen und ich denke immer so, irgendwann male ich die vielleicht mal an, weil ich finde sie nicht hässlich, aber das hier ist einfach mal muah, schöner. Die Bases sind immer noch die kleinen, okay, also ich bin gespannt, aber finde ich Perfektion. Lionel Johnson, darüber wollen wir jetzt nochmal kurz quatschen, denn im Trailer haben sie ja nicht gezeigt, Alter! Das Model ist jetzt nochmal 10-mal cooler mit diesem Helm oder sogar einer Kapuze.
Das, was sie Abaddon nicht gegeben haben, das geben sie aber den loyalen Primarchen, den Helm, den sie brauchen. Und finde ich super, denn falls ich ihn irgendwann... Also wirklich, der Helm ist jetzt so, wo ich den Helm sehe, ich habe ja gesagt, ich werde ihn, glaube ich, niemals besitzen. Also demnächst werde ich mir auch nicht kaufen, aber allein durch diesen Helm würde ich mir denken, der würde in der Vitrine aber schon hübsch aussehen, ne? Sogar hier, der Kopf kann sogar mit Kapuze, mit Helm, also da ist wirklich alles dabei. Sehr schön, Dankeschön, das wollen wir. Arcs of Omenburg, bla bla bla, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ketonia gehe ich darauf ein. Nee, einfach eine Kampagne brauchen wir jetzt nicht. Darüber habe ich schon geredet. Wen haben wir hier? So, gehen wir jetzt auf die Seraphon, die Vampire, die Cities of Sigma und Weird Hollow, die Weird Hollows. Bin gespannt. Fangen wir mal an, hier die Weird Hollows, neue Models, wie sehen die denn aus? Das sind für Underworlds, Underworlds ist glaube ich so das Killteam vom Fantasy, wenn ich das richtig verstanden habe. Und schöne Models, sehr gutes Kitbash-Material, der Stab hier sieht wie eine Schippe aus, aber mein Gott, einfach, wir müssen uns ja immer ein neues Ding ausdenken, neue Form. Wie er die Steine hier schweben lässt, eine feine Idee, Kapuze, Rüstung, aber diese auch toll, aber dieses ganz cleane Stormcast-Ding, tue ich mich immer noch so ein bisschen schwer, weil es immer noch so, weiß ich nicht, es ist so Alibi-mäßig für einen x-beliebigen Fantasy-Ritter so. Also die Stormcaste, die sind toll designt für das, was sie sind, aber sie hauen mich halt weniger vom Hocker. Ich sehe darin eher so Kitbash-Potenzial für alles Mögliche, aber wem sie gefallen, den sollen sie gefallen, also sind schöne Skulls. Ich finde die Waffen halt irgendwie sehr, sehr klobig, sollen halt so Zauber... Stormcast sein. Wer es braucht, kann es gerne haben. Meins ist jetzt nicht. Cities of Sigma. Neue Infanterietruppen. Schöne Logos. Okay, ich bin da ja nicht so drin. Da müsst ihr Reike fragen. Haben wir auch in unserem wunderschönen Podcast besprochen. Reike wird euch hierzu mehr erzählen können, auf jeden Fall. Models sehen wir jetzt hier nicht. Nur die drei hier. Ja, kleine Infanterie. Sieht halt ein bisschen lustig aus. Ein bisschen gnomisch. Also wenig dynamisch. Wirkt witzigerweise sehr oldschool und sehr retro, aber sehr... modern angemalt, aber das sind jetzt nicht ältere Skulls, die sie jetzt einfach neu rausbringen, oder? Brave Souls, Fallen Destinies, Mud and Sand, Cities of Sigma, wenn sie mal als Uniform, Human Foot Soldiers, ja, nee, das ist... Classic Elements, New Designs, ja. Gut. Hammer, es ist halt schön auch mal so... Oder es fällt schwer zu bewerten, wenn wir auf einmal hier so bei Cities of Sigma sind, was dann... weniger. Schon diese Warhammer-esken Züge hat die auf jeden Fall mit dieser Helmzierde und all den ganzen Krimskrams, aber doch sehr viel geerdeter und sehr viel bodenständiger, ruhiger aussieht. Geerdeter, bodenständiger, wow. Fein. Ich glaube, zu bemalen können die richtig Spaß machen, wenn man es richtig gritty macht und so, aber sag ich mal so von, ich sehe mich da nicht bei denen. Da bin ich dann zu sehr Fantasy-mäßig, aber ich glaube, für das, was sie machen, machen sich viele Fans, glaube ich, sehr, sehr glücklich. Hier, man kann hier dann sein Logo, sein Wappen raufpacken. Ja. So. Das wird jetzt schon cooler. Das ist schon cooler. Die Ossiash Bone Reapers. Ein Model. Ah. Oh. Also diese Knochenstruktur ist schon sexy. Ah. Oh. Es ist halt cool. Das ist halt wieder so ein... Sie wirken halt... Das sind halt... Untote Azteken, also wir haben Azteken-Dinosaurier und wir haben irgendwie, oder Maya, weiß ich nicht, ich bin da nicht so drin. Und das jetzt nochmal mit den Bone Reapers. Cooler Nebeleffekt hier wird sich, das ist glaube ich, oh Gott, das wird schwer anzumalen sein, aber das hier oben soll wohl ein Schädel sein, der hier, okay, das ist ein seltsames Design, Schädel und dann hier, sag ich mal, so ein Rippenknochen oben drauf. Ja, wer es braucht. Und das setzt sich hier offenbar zusammen. Okay, das Model erzählt eine kleine Story, finde ich schön. Die Symmetrie ist fein, die dann, sag ich mal, durch den Nebel gebrochen wird. Gut. Leider haben wir keinen 3D-Look. Das wäre jetzt, glaube ich, nochmal praktischer gewesen. Aber an sich, ich mag diese Knochentextur. Nicht, weil ich exakt das hier bauen will, sondern weil ich da richtig... Das sieht einfach super aus, um damit zu kitbashen oder um Chaos-Korruption zu machen. Also, oh... So richtig gute Kultisten-Proxy oder Dämonen-Proxy oder sowas, das sehe ich da drin. Und zum Schluss müssen wir, oh, Dinosaurier. Sehr schön. Ich glaube, die... Ja, nee, wir hatten, glaube ich, die Skinks auf Raptoren. Die sind jetzt neu und... Oh Gott, sind die toll. Oh, sind die schön. Oh, schaut doch nur.
Och Gott. Oh, wo soll ich anfangen? Erstmal die Farbe natürlich, Rot und Blau, das ist gut, super Komplementärkontrast, klasse. Und die, wisst ihr, ich liebe Dinosaurier und diese Dinosaurierfratzen sehen so gut aus. So, oh, sehen die schön aus und sie, das, und, oh, sie haben Klauen, sie haben große Klauen, sie sehen einfach wirklich aus, wie so ein Vieh halt aussehen soll. Und der Schmuck ist auch noch fein, schön, dezent. Sie sind nicht unnötig mit Rüstung vollgeklatscht, weil sie haben halt hier ihren Schuppenpanzer. Der Blick so richtig schön frech und sexy und dann die Reiter auch noch oben drauf. Jawohl, das, oh, diese crisp, wunderschöne Models, die sie da rausgerendert haben. Und das ist, glaube ich, auch so das, wo 3D-Models auch nochmal so ein, oder 3D-Sculpting nochmal so sein eigenen Flair hat, was etwas, was Bilder halt nicht können, so etwas, das ist einfach auch so wunderschön dynamisch, also so, oh, wie Power hier, dieser Schwung, dieses Speedline drin ist, fantastisch. Dann haben wir hier, denke ich mal, sowas wie einen General, große Federn haben sie hinten. Wodurch unterscheidet sich der General? Durch die Waffen, ne, hauptsächlich, und die Bemalung, ne. Ja, hier auch mit geschlossenem Maul sehen die Dinger auch schön frech aus. Mm, sehr schön smooth, stromlinienförmig. Und ist dann... Ne, oder ist das Infanterie? Ist das der General? Ich bin bei Age of Sigmar nicht drin, wie die das da handhaben. Aber man kennt es ja so ein bisschen von 40k. Der sieht aus wie hier dieser Total War Dinosaurier. Diesen Albino, den man da auch spielen konnte. Aber auch, ach, wie der hier nochmal runtergebeugt ist. Die Klauen und diese böse Fratze mit einem etwas länglichen Schnauze. Und ach, es kommt noch mehr. Oh, es kommt noch mehr. Oh. Bullige Dinosaurier. Oh, die sehen so ein bisschen aus wie die Dinos, ne? Bin da, wer noch? Bom, 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 bom. Ah, wunderschön. Ah, sind die toll. Diese Textur, die Mäuler, die Waffen. Ja, da passt alles, die sehen klasse aus. Auch, ja, der hat so viel Charakter hier, der wirkt so ein bisschen in sich gekehrter. Und dann hier haben wir so ein bisschen mehr, so die so ein bisschen mehr aussehen wie krokodilähnlicher Kroxigore. Wie viele verschiedene großartige Dinosaurierfratzen. Ich bin überwältigt. Also, ich habe gesagt, ich will Skaven in 40k, aber verdammt nochmal, ich will auch Seraphon, ich will auch Dinosaurier in 40k und. Falls das hier auf meinen Shorts noch nicht gesehen habt. Bam, Alter. Das sind so meine Kitbash. Du kaufst hier irgendwie 5 Euro so ein Plastikdinosaurier, packst da alle Waffen ran, die es geht. Und dann hast du hier so ein Rocket Rex. Und dann haben wir, ich habe jetzt hier einen stellvertretend sogar mit einem 3D-Drucker. Bei mir auf Arbeit haben wir uns Raptoren ausgedruckt und die habe ich mit ein paar Necrot Flayed Kits versehen. Und. Das sind meine 40k-Dinosaurier, also vielleicht irgendwann mal passiert es ja, dass so ein Set irgendwo mal bei mir zu Hause irgendwie landet, aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, wer weiß. Und dann werden auf einmal die hier mit ein paar Chaos oder ein paar Imperiale Garde oder so. Und einfach mal ein paar Waffen, ein paar Extreme Dinosaurs, sowas. Wer weiß. Ach ja, die Adepticon fand ich wirklich wunderschön. Ach ja, und noch eine Sache zum Schluss. Eine tolle Sache, die jetzt zum Schluss noch rumgekommen ist. Wenn wir jetzt hier auf den Reveal gehen, etwas, was ich sogar komplett, weil ich nur auf die Bilder geachtet habe, ich habe halt nur zugehört, was die gelabert haben. Regeln und Datasheets sollen minimiert werden. Es soll auf ein bis ein paar Seiten soll das alles passen. Für jede Einheit, die soll eine Datenkarte bekommen. Und es soll umsonst sein. Datenkarten sollen erstmal umsonst sein. Schönes Artwork. Hm. Und das ist was Schönes. Ich war Horus, das ist was Schönes. Gut, das war jetzt mein Nachtrag zur Adepticon. Ich finde, schönes Event. Das, worauf ich mich am meisten gefreut habe, war halt der Cinematic Trailer. Der hat mich am meisten enttäuscht. Aber dafür hatte ich gerade, ihr seht da ja bei vielen anderen Dingen, ja, so wird es dann aussehen, gut zu reden und, hat mich dann auch sehr gefreut. Und auch, dass die GW es halt streamlineförmiger machen will, um die Normies abzuholen. Die Leute oder die Leute, die noch nicht so viele Berührungspunkte haben, dass wenn dann irgendwann eine Serie oder sowas losgeht, ist nicht besser jetzt pleite oder so? Ach, ich habe keine Ahnung. Was doch immer sein wird, falls das irgendwann größer wird. Bumm. Genau. Ja.
GW macht alles ein bisschen simpler. Freut mich sehr. Und ui, sieht er das? Seht ihr den da? Das ist ein Lord of Execution mit einem Kornschädel. Das finde ich immer schön. Ja, sicher, ich habe den Korn-Berserker-Kodex nicht. Sicher ist der da auch genauso drin zu sehen, kann ich mir denken. Aber ich sehe ihn gerade so das erste Mal. Ich finde, sieht hübsch aus. Und irgendwie viel cooler als der normale Master of Execution. Viel cooler. Ja. Korn sellt. Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut.